Heute kümmere ich mich um die Hohlraumversiegelung der Schweller und der Holme auf der Unterseite des Fahrzeugs. Dafür verwende ich einmal die Druckbecherpistole mit der passenden Sonde, Overtrolöl und KSD Kaltfett. Damit ich besser an die Unterseite des Fahrzeuges rankomme, habe ich hier Auffahrrampen benutzt und hier seht ihr meinen Kompressor. Um in die Schweller zu kommen, müsst ihr zunächst einmal diese Stopfen hier lösen. So, da ist der Stopfen raus. Jetzt gehe ich einmal hin. Sprühe den Holm auch mit Druckluft auf, damit die groben Verunreinigungen und der Staub rauskommt. Ein Tipp von mir für das Arbeiten mit der Sonde: Macht euch hier eine Markierung hin. Ich habe hier ein bisschen Tape genommen, ungefähr 10 cm bevor der Sprühkopf kommt. Wenn ihr die Sonde rauszieht, ihr wisst nicht, wo die Sonde ist. Und mir ist es am Anfang auch passiert, ich ziehe die Sonde raus und auf einmal, zack, ist sie draußen und sprüht überall das Zeug hin, wo es nicht hin soll. Wenn ihr hier die Markierung habt, dann merkt ihr, oh, gleich ist der Kopf. Jetzt muss ich aufpassen und entweder schon mal aufhören zu sprühen oder nur noch mit Stoßweise sprühen. Da bleibt ihr ein bisschen sauberer. Ja, ich führe jetzt die Sonde hier einmal ein. Das mache ich am besten, ohne dass sie an der Druckbecherpistole angeschlossen ist. Da kann ich hier mit ihr so ein bisschen rumspielen, dass ich durch die einzelnen Zwischenräume bis ganz nach vorne komme. So, da muss ich mir so ein bisschen drehen. So, jetzt ist sie ganz vorne. So, jetzt kann ich also die Druckbecherpistole hier anschließen und dann werde ich die Sonde langsam rausziehen. Da kommt was an. Man sieht auch hinten, wie das rauskommt. Das Ganze mal zur anderen Seite. Behandelt worden. Man sieht es auch ganz schön, dass überall hier rausgelaufen ist. Wie ihr seht, wenn ihr das richtig macht, tropft alles unten raus. Darum passt auf, wo ihr das macht, nicht dass ihr dann den Untergrund versaut.
Der große Vorteil vom KSD Kaltfett ist, dass man es bei Zimmertemperatur verarbeiten kann, ohne es vorher wärmen zu müssen. Wir haben jetzt also so 18 Grad hier und nur noch zwar zähflüssig, aber flüssig. Da ich nach der Hohlraumkonservierung noch Overtrollöl und KSD Kaltfett übrig hatte, habe ich mit der Lanze für die Druckbecherpistole die Reste auf dem Unterboden aufgebracht. Alter Unterbodenschutz kommt seiner Aufgabe als Steinschlagschutz häufig noch nach. Allerdings ist er in der Regel rissig und spröde geworden. Man kann zum Auffrischen des alten Unterbodenschutzes hervorragend das Overtrollöl einsetzen. Es dringt sehr schnell auch in feine Spannungsrisse ein, stoppt Rost und verschließt die Risse wasserfest. Nach dem Durchtrocknen zieht es keinen Schmutz an und wird auch nicht herausgewaschen. Die Reste des KSD Kaltfettes habe ich als zusätzlichen Schutz aufgebracht. Durch die Transparenz des Öls und des Kaltfettes kann der Zustand des Unterbodens weiterhin einfach inspiziert werden. Das Ganze ist natürlich nicht ewig haltbar und sollte nach entsprechender Zeit wiederholt aufgetragen werden. Mit 5 Litern Overtrollöl und 4 Litern KSD Kaltfett habe ich folgende Bereiche konserviert: Einstiegsstufen auf der Fahrer- und Beifahrerseite, alle Türen von innen, alle Holme im Fahrzeug, den Laderaumboden, alle Holme und Schweller unter dem Fahrzeug, sowie die Auffrischung des Unterbodenschutzes. Wer sich keine Druckbecherpistole zulegen möchte, kann auf Spraydosen zurückgreifen. Diese sind allerdings gut doppelt so teuer wie die großen Gebinde.